seinem Haus, südlich von Freiburg, hat dieser Tüftler ein feinmechanisches Meisterwerk gebaut. Die Drehorgel stellt eine Apotheke dar, in der originelle Figuren Medikamente herstellen bzw. verabreichen. Die Bewegungen des Pillendrehers und der anderen beweglichen Elemente sind mechanisch gesteuert oder pneumatisch, je nach Funktion. Ein Blasebalg komprimiert die Luft für die Pfeifen, die über eine komplizierte Hebelkonstruktion zum Tönen gebracht werden. Schade, dass solch originelle Musikinstrumente trotz langer Tradition nur noch ganz selten gebaut werden.